Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Er versteht mich nicht. Warum? Kommunikation zwischen Mann und Frau ist nicht immer einfach. Dazu erzähle ich meine Geschichte. Zum Glück können wir darüber lachen. Wir waren einkaufen und ich habe vergessen, Nagellackentferner zu kaufen. Nächsten Tag, und das war Wochenende, sind wir zum Meer gefahren. Und ich habe meinem Mann gesagt, unterwegs schaue ich mal, welche Geschäfte sind offen, und kaufe ich mir die Nagellackentferner. Bei Hinfahrt sehe ich schöne Geschäfte, schöne Kleider und schöne Hüter. Und ich dachte, ja, am Rückfahrt werden wir dort anhalten, kaufe ich ein schönes Kleid und einen Hut dazu und auch den Nagellackentferner. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn wir nach Hause fahren, ich möchte dort bei diesen Geschäften anhalten. Wie das Schicksal will, wir sind durch Umwegen gefahren und plötzlich bleibt er in einem Supermarkt stehen und sagt zu mir, ich warte draußen, hol dein Nagellackentferner. Mein Gesicht habe ich verzogen und er fragte mich, was ist denn los jetzt auf einmal? Und ich habe gesagt, ja weißt du, ich habe bei Hinfahrt so schöne Geschäfte gesehen, mit schönen Kleidern und dort wollte ich eigentlich schauen, für mich war es, und vielleicht ein Hut dazu. Und er sagt, ja, ich dachte, du willst doch Nagellackentferner kaufen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht haben sie auch Nagellackentferner auch, aber können wir vielleicht mal zu diesem Geschäft zurück. Und wieder durch Umwegen sind wir da hingefahren. Und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, ich weiß, wenn du eine Bluse kaufen willst, dann brauchst du einen Nagellackentferner. Und so ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und warum verstehen die Männer uns nicht? Warum denken anderes oder warum kommunizieren die Männer anderes als wir Frauen? Das klären wir bei dieser Legung. Das ist natürlich eine allgemeine Legung, aber ich gehe davon aus, dass die, die diese Aufnahme anschauen, spricht das auch an. Die erste Karte, was möchte ich sagen, und damit meine ich die Frauen. Also wir Frauen wollen etwas sagen. Was wollen wir sagen? Das zeigt diese Karte an. Wir müssen an etwas arbeiten. Wir müssen unbedingt auf dieser Beziehung noch arbeiten. Das, was wir Frauen sagen wollen. Natürlich kann das auch bedeuten, dass die Arbeit und die Prüfung ist gerade wichtig. Also die Kommunikation, geht es um Arbeit, auch um Lernen und Lernaufgabe oder an etwas zum Arbeiten. Was will er sagen? Das zeigt diese Karte an. Er will gar nichts sagen, er dekoriert etwas. Für ihn ist das ein Fest und er kümmert, dass das alles gut läuft. Er hat da nicht viel zum Sagen. Ihm ist das gerade alles wie ein Fest, alles schön wie das ist. Und empfindet diese Beziehung wie ein Fest. Was sollen wir verschweigen? Das zeigt diese Karte an. Erstens, was wir vorhaben, muss nicht immer alles offenlegen, welche Ziele wir haben. Dann auch die Spiritualität, weil das ist die Mondgöttin.
also in die spirituelle Richtung auch nicht viel erzählen. Und diese Karte bedeutet auch die dreifache Mondgöttin, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Schicksalsgöttinnen. Also was sollen wir lieber nicht sagen, was die Vergangenheit betrifft? Da sollen wir schweigen. Was wir gerade vorhaben, sollen wir auch schweigen und über die Zukunft auch nicht viel sagen oder nachfragen. Ist er überhaupt offen für ein Gespräch, das zeigt diese Karte an? Hier sind zwei Wege. Also es gibt Themen, wo man mit ihm reden kann, zum Beispiel wie eine Reise. Hier ist die Reise-Symbol bei diesem Runen hier. Also über Reise kann man oder über Urlaub kann man mit ihm reden. Dann gibt es auch Themen, da hört er gar nicht zu. Und das sollen wir ausbalancieren. Wo hat er einen offenen Ohr? Wie soll ich kommunizieren? Das zeigt diese Karte an. Immer beobachten die Situation. Immer hinschauen. Was ist gerade gefragt oder was will er hören? Da brauchen wir natürlich die Feinfühligkeit und das zeigt hier die Kelchen an. Verschweigt etwas von uns? Das zeigt diese Karte an. Die Zahl 1 bedeutet, er hat Interesse an etwas und das ist diese Pentagramm. Das ist schon Spiritualität. Er hat schon Interesse an Spiritualität. Und hier erscheint in diesem Bild die vier Elemente, Feuer, Luft, Erde, Wasser, was wir auch in Natur beobachten können. Und dann kommt die fünfte Element dazu und das ist die Äther, das verbindet uns mit dem Göttlichen. Und genau das, die Spiritualität oder die Verbindung zum Göttlichen, die Glauben hat er aber auch. Aber er schweigt, er sagt es nicht. Jetzt kommt die Frage, wann sollen wir etwas sagen und was sollen wir sagen? Wie sollen wir das formulieren? Und das ist diese Karte hier. Wir sollen auf dem Gefühl achten. Und er vorbereitet schon etwas, er plant ein Fest. Und wenn dieser Termin kommt oder diese Überraschung kommt oder ein Geschenk kommt, dann ist der richtige Augenblick mit ihm zum Sprechen. Versteht er euch? Was versteht er überhaupt, wenn ihr nichts sagt? Wenn ihr eine stolze Haltung habt und zeigt Rücken und sagt nichts, das versteht er. Was hält euch zusammen? Das zeigt diese Karte an. Das ist die Liebe. Dieser Kelch symbolisiert die Gefühle, auch das Glück und auch dieses Göttliche. Oder ich könnte sagen, die Seelenpartnerschaft. Und das, was euch verbindet, auch dieser gemeinsame Weg. Also wichtig ist die Gefühle. Und auch, dass ihr seelisch miteinander verbunden seid und die Kommunikation zwischen Mann und Frau sollen wir auch mal mit Humor nehmen. Und das war diese Legung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.